Mit einer Schweigeminute haben die Menschen in Hiroshima der Opfer des Atombombenabwurfs durch die US-Armee vor 76 Jahren gedacht. Der Bürgermeister der japanischen Großstadt rief die Welt auf, den Wandel von atomarer Abschreckung zu einem vertrauensbildenden Dialog zu vollziehen. Die Bitte, auch die Olympischen Spiele in Tokio während der Zeremonie zu unterbrechen, hatte das Olympische Komitee zuvor abgelehnt.